Ich habe was Neues. Das ist was ganz Tolles Neues, hoffe ich. Ich bin schon seit einiger Zeit bei dem Kanal von Jem Hubbard. Die gute Dame sitzt auch im Rollstuhl, ist mit 9 Jahren durch eine blöderweise verhunzte OP in den Rollstuhl gekommen. Und die macht einige Videos, unter anderem zum Thema, was kann man für einen Rollstuhl noch alles für tolle Dinge bekommen. Und keiner weiß, wie stark er ist, bis nur noch Stärke zählt. Komm mit mir, ich zeig dir meine. Ich sitze im Rollstuhl. Wenn ich ausnahmsweise mal das Haus verlasse, möchte ich trotzdem gerne Geldbörse, Smartphone, Schlüssel und andere Dinge mitnehmen. Aber in einer Handtasche, die hinten am Rollstuhl hängt oder einfach auf meinem Schoß liegt? Ganz ehrlich, nicht so gern. Gut, das ist also das gute Stück, das Paket, das ich von Pickepacke bekommen habe. Vielmehr der Umschlag. Da sind jetzt zwei Taschen drin. Das weiß ich, weil ich sie mir bestellt habe. Das Wunderschöne ist, ich habe die am Mittwoch, vielmehr Mittwochnacht um 3:30 Uhr bestellt und gleich mit PayPal bezahlt. Und die Taschen sind seit gestern hier. Gestern war Freitag. Ich packe die heute erst aus, weil ich gestern mit meinem Freitagsvideo zu tun hatte. So, was ich sehr schön finde, das ist einfach nur ein größerer Umschlag und keine weitere Verpackung. Das ist ganz schön klasse. Wobei ich gerade feststelle, ich hatte eigentlich zwei Taschen bestellt. Das ist jetzt eine mit Klettverschluss, was schon mal sehr schön. Ach, hä, pfiffig. Die zweite ist einfach gleich drin. Und das ist, ach, das sind beides schöne Größen. Das sind beides wirklich schöne Größen. Beide Taschen mit Klettverschluss, innen so ein bisschen ausgewaschen, dass die nicht durchschlagen, wenn es nass ist, wenn es feucht ist. Und es sind eine ganze Menge Taschen innen drin. Das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Da kann ich also eben, gut, in dem Fall nicht mein Handy, das passt da wahrscheinlich eher nicht rein, aber das macht nichts. Da kann man sich sein ganzes Zeug, was man mitnehmen muss und oder möchte, ganz gut sortieren. Der Boden ist so breit, dass die Tasche auch stehen kann, was ich auch schon mal ziemlich prima finde. So, das ist die, da muss ich jetzt gerade mal gucken, welche das ist. Das ist auf jeden Fall die allergrößte mit Innentaschen. Auch da eine ganze Menge Taschen drin und mal schauen, ob mein Handy da in eine reingeht. Aber letzten Endes ist das auch wurscht. Schlimmstenfalls mache ich alles mögliche andere in die Taschen rein und das Handy halt in die Mitte. Denn das ist auch ganz schön groß. Auch diese Tasche, nee, kann nicht von alleine stehen. Gut, ist aber nicht so schlimm, denn stehen muss sie, glaube ich, nicht. So, Klettverschluss und zu. Und dann hat das Ding etwas ganz Einfaches und ganz Intelligentes. Nämlich hier hinten einen Schlaps mit einem Klettverschlussstück. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wozu ist denn das? Das Teil kommt unter das Sitzkissen auf den Rollstuhl. Das heißt, die Tasche hängt hinter meinen Beinen und ich muss durch die Beine durchgreifen, um die Tasche zu öffnen, um etwas herauszunehmen. Ein Grund mehr, warum ich der Meinung bin, dass da ein eventueller Dieb wahrscheinlich eher nicht drankommt.
Und ich habe mir zwei bestellt, weil ich einmal den größeren Rollstuhl habe, in dem ich die Knie etwas leichter auseinander bekomme. Und dann meinen Levo, den kennt ihr ja schon. Und da kriege ich durch den Kniehalter die Knie nicht so weit auseinander. Also habe ich gedacht, nehme ich dafür eine etwas kleinere Tasche. Dafür braucht es dann allerdings auch eine kleinere Geldbörse. Ist aber auch kein Problem. Ich bin ein Mädchen, ich habe ein paar davon. Und da werde ich demnächst mal versuchen, damit einkaufen zu fahren. Mal gucken, wie das klappt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Ding an den Rollstuhl geht. Das ist jetzt der Rollstuhl ohne Fahrer. Die Sitzkissen sind für gewöhnlich alle mit einem Klettband befestigt. Und deshalb haben sich die Hersteller dieser Tasche überlegt, dass sie auch nur diese Klettseite brauchen. Ordentlich auflegen. Probieren. Das ist fest. Das Kissen wird auf. Und Sicherheit hergestellt. Und in Benutzung gleich. Eben habt ihr gesehen, wie diese Pickepacke-Tasche angebaut wird. Und ich werde jetzt mal versuchen, zum ersten Mal, und ich habe zugegeben ein bisschen Bange davor, die Geldbörse, die ich eben reingepackt habe, wieder rauszuholen. Ich denke, man muss ein bisschen damit üben. Vor allen Dingen ich, denn meine Beine sind halt doch recht dicht beieinander. Wenn man die Knie weiter auseinander hätte, wäre es natürlich wesentlich einfacher, sich da vorne durchzugreifen. Aber wir probieren das mal. Und rausgeholt. Rausgeholt. Und na, jetzt möchte ich gerne, dass der vordere Rand der Tasche vor der Geldbörse ist. Ich denke, da muss man dann auch ziemlich aufpassen, dass man nichts vorbeisteckt. Aber es soll ja nicht so einfach gehen. So, und fertig. Und jetzt ist meine Geldbörse wieder verpackt und es kommt keiner so schnell dran. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch, der einen Rollstuhlfahrer in der Bekanntschaft hat, noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich bin echt begeistert von diesen Dingern, auch wenn ich sie noch nicht im realen Einsatz habe testen können aufgrund der aktuellen Situation. Aber soweit wie ich hier zu Hause damit umgehe, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich wünsche uns allen ein tolles drittes Adventswochenende. Ich wünsche uns einen super Start in die letzte, zumindest bei mir, letzte Arbeitswoche des Jahres. Und wir sehen uns beim nächsten Video.